Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier um die Mittagszeit. Es geht jetzt um E-Groupware und Entwicklungsstand und Ausblick. Ich will ein bisschen zeigen, wo der Stand ist und wie wir jetzt weitermachen. Im Herbst wollen wir ein größeres Release herausbringen, deswegen einen kleinen Ausblick. Wir gucken uns eben an, was ist E-Groupware eigentlich? Ganz, ganz kurzer Abriss für die, die es also nicht so kennen. Das aktuelle Release 23.1 heißt die Version, ist halt vom letzten Jahr. Gucken wir eben, was da reingekommen ist und was ich vor allen Dingen aber zeigen möchte, was wir seitdem gemacht haben, weil wir veröffentlichen nicht ein Release und tun dann 2, 3 Jahre nichts. Technische Entwicklung hatte ich erst was erzählen wollen, drüber habe ich gestrichen, weil das ist letztendlich in diesen einzelnen Punkten mit drin. Wir schauen uns ein bisschen an, was wir geplant haben für die nächste größere Version und wir können ein bisschen was mit Fragen und Anregungen zum Schluss machen. Wenn da keine Zeit mehr für bleibt, ich bin unten am Stand bis heute Abend, da ist genug Zeit zum Reden. Mein Name ist Stefan Unverricht, ich bin E-Groupware Community Manager und in der Funktion stehe ich jetzt hier und möchte euch das näher bringen. E-Groupware. Wie der Name schon sagt, ist eine Groupware-Lösung. Ganz klassisch E-Mail, Kalender, sowas wie Aufgabenverwaltung und Kontakte. Heute gehört zu einer Groupware-Lösung natürlich noch sowas wie Videokonferenz, Dateimanagement, File-Sharing, Chat oder auch ein Online-Office. Dann erweitern wir das noch um einiges mit anderen Modulen. Wir haben einen Projektmanager drin, Zeiterfassung, Ressourcenverwaltung, ein eigenes Kanban-Board, was wir integriert bzw. draufgesetzt haben. Wir integrieren aber auch so Sachen wie Remote-Desktop-Lösungen und zwar in dem Fall mit Guacamole, um zum Beispiel Homeoffice besser zu ermöglichen. CTI-Integration. Wir haben auch ein Tool, VideoTeach. Das ist auf Basis von E-Groupware eine Lösung entwickelt worden, mit der man auf Video- und PDF-Basis lernen und lehren kann und Prüfungen abnehmen kann und so weiter. Da gehe ich heute nicht wirklich im Detail ein. Ich will nur erwähnt haben, dass wir sowas auch machen. Release 23.1 ist, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen älter. Ich möchte da aber an der Stelle aufsetzen. Wir haben damals, es gibt eine Gruppenadministration, die ist vor Jahren mal von, ich sag mal, einer Firma, die hinter E-Groupware steht, mal entfernt worden. Die haben wir wieder hinzugefügt. Dann haben wir angefangen, wir haben ja eine AD- und eine LDAP-Anbindung, genauso wie einige andere Authentifizierungsverfahren auch. Aber insbesondere AD und LDAP, gerade auch wenn die Umgebungen größer werden, dann wird die Sache nicht mehr so wirklich performant, wenn ich in so einer Groupware-Lösung arbeite, die zum Beispiel dann in der AD Kontakte sucht. Das macht dann keinen Spaß mehr. Da haben wir dann angefangen, die Möglichkeit einzubauen, aus der AD und aus LDAP die Kontakte und Gruppen in unsere eigene Datenbank reinzukopieren, um dann, ich sag mal, innerhalb E-Groupware selber nur auf der eigenen Datenbank zu arbeiten. Somit wird das dann auch wieder performant. Wir haben angefangen, uns mehr Gedanken zu machen über Zugänglichkeit. Und da haben wir als erstes eingebaut, dass wir die Schriftgröße innerhalb der Anwendung einstellen können, beziehungsweise der Benutzer kann das dann für sich machen, sodass Menschen, die, ich sag mal, mit dem Sehvermögen nicht mehr ganz fit sind oder noch nie fit waren, sich die Schriften größer einstellen kann. Klar, im Webbrowser kann ich grundsätzlich auch skalieren. Aber dann skaliere ich die ganze Anwendung, das passt auch nicht immer so ganz. Wir haben also dort angefangen, Mechanismen einzubauen, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Im Dateimanager haben wir angefangen, sowas wie Ordnergrößen zu berechnen, um auch zum Beispiel Quotas dort umsetzen zu können und auch den Admins zum Beispiel zu helfen, rauszufinden, wer da, ich sag mal, sehr viele Daten zum Beispiel belegt. Ja. Wir haben angefangen, unsere Web-Oberfläche technisch auf den aktuellen Stand zu bringen, und zwar mit Web-Components. Da zeige ich hinterher mal noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben Push erweitert, und zwar haben wir eine Technologie drin, die letztendlich vom Server aus Nachrichten
Informationen ins Frontend pusht. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel im Adressbuch drinstehe und jemand anders trägt einen neuen Adressbuchkontakt ein, dann erscheint der bei mir sofort. Genauso in einem Kanban-Board, wenn einer eine Karte verschiebt, verschiebt sich das bei dem anderen im Webbrowser auch sofort. Es ist ja immer so, dass der Server selber irgendwie dem Frontend sagen muss, da ist was passiert, beweg mal die Karte. Und das muss auch erstmal eingebaut sein, das haben wir schon in früheren Releases gemacht. Das haben wir dann nach und nach erweitert, in dem Fall zum Beispiel für den Dateimanager. Das heißt, wenn sich im Dateimanager was tut, eine neue Datei da ist oder so, wird die dann sofort angezeigt. Die ganze Liste ist natürlich ein bisschen länger von den Dingen, die da neu sind oder eben auch zum Beispiel entfernt worden sind. Nur eine kleine Übersicht. In den Release Notes habe ich da einiges mehr beschrieben. Das jetzt mal als grober Abriss, was wir mit dem Release 23.1 überhaupt grundsätzlich veröffentlicht haben. Die Release Notes finden sich bei uns im Forum. Die pflege ich dort ein. Einmal diese Release Notes für die 23.1 und ich pflege auch einen weiteren Artikel, wo mit jedem Update, was bei uns so, ich sag mal, roundabout alle 4 Wochen veröffentlicht wird, neue Sachen pflege ich hier ein in einem längeren Artikel, chronologisch rückwärts. Das heißt also, man kann seit dem Release 23.1 die ganzen Änderungen auch nochmal in einem Artikel sich runterlesen, weil das ist dann schon sehr, sehr viel. Ich habe diesen Artikel jetzt, also unser Forum-Software, die hatte ich eingestellt auf 64.000 Zeichen, kam ich nicht mehr hin. Ich habe jetzt 96.000 Zeichen eingestellt, weil das Ding wird einfach sehr lang. Neues seit Release 23.1. Das ist so der Kern der Sache, wo ich heute drauf hinaus will. Ich sage mal, im Prinzip, wenn man so will, haben wir schon immer so ein Rolling Release gemacht. Das heißt, jeden Monat gab es ein Update. Und das waren eben nicht nur Fixes, sondern eben auch neue Funktionen, neue Einstellmöglichkeiten, größere, kleinere, alles Mögliche. Also wenn man so will, haben wir schon immer ein Rolling Release gemacht und einmal im Jahr ein größeres Release, wo wir dann so ein paar Sachen zusammengesammelt haben und mal was Größeres gemacht haben. Aber wir warten nicht mit den Dingen. Wenn wir die Sachen fertig haben, werden die rausgeschoben und fertig. Und deswegen möchte ich mal so ein bisschen zeigen, was wir so zwischendurch machen. Und was mir ganz wichtig ist, ich möchte euch einfach mal bei euch so ein bisschen die Fantasie anregen, was man so mit eGroupware machen kann. Weil ich sag mal, eine Standard-Groupware-Lösung ist das eine. Wir machen halt viele, viele andere Sachen noch da oben drauf. Und da möchte ich bei euch, wie gesagt, so ein bisschen die Fantasie anregen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal so einzelne Punkte durch. Lasst euch mal berieseln davon. Und dann schauen wir mal, was euer Interesse weckt. Fragen würde ich gerne ans Ende stellen, wenn es geht. Oder gerne auch unten am Stand. Ich bin dann mindestens bis 18 Uhr da. Falls euch nachher so zwischendurch noch irgendwas einfällt, kommt gerne auf mich zu. Im E-Mail-Bereich zum Beispiel, wir können Vorlagen abspeichern. Wir erstellen eine Mail, speichern die als EML im Dateimanager ab und dann kann ich die hinterher im System für verschiedene Sachen verwenden, um eben so Standard-Mails zum Beispiel rauszuschicken. Und da kann ich eben sowohl im Textbody, im Betreff natürlich mit Feldvariablen arbeiten, mit Platzhaltern. Und das geht ab dem Moment eben hier auch zum Beispiel mit E-Mail-Adressen, die ich dann oben reinfüge. Somit kann ich aus anderen Prozessen heraus auch von extern gesteuert Mails direkt sauber adressieren und so Massenmails zum Beispiel rausschicken, personalisierte Massenmails. Dann haben wir auf Anforderungen, weil da Interesse nach bestand, die Docker-Container auch noch für ARM und PPC erstellt. Das machen wir seitdem, läuft halt mit. Ansonsten haben wir natürlich AMD 64 bisher immer gehabt. Also wir stellen die Sachen im Regelfall als Docker-Container bereit. Das ist auch mit Sicherheit unsere favorisierte Methode, um die Dinge auszuspielen. AD und LDAP Import. Anfangs war das nur für Benutzer, dann haben wir das erweitert um die Gruppen. Wir können also zeitgesteuert Benutzer und Gruppen importieren. Zeitgesteuert zu der Zeit noch so einmal die Stunde. Sehen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Das war das, was ich eingangs erwähnt habe. Wir holen die Benutzer und Gruppen lieber bei uns in die Datenbank, damit alles performant ist. Wichtig ist hier,
dass wir die Gruppen auch komplett importieren. Wir suchen nicht nach Änderungen oder sonst was, sondern importieren die Gruppen einfach immer komplett, weil wir ansonsten in der AD diese Änderungen der Gruppen überhaupt nicht richtig mitkriegen können. Ja? Also machen wir es einfach komplett und fertig. Es ist halt immer nur eine Kopie. Dann haben wir irgendwann eingeführt im Mailer an der Seite so Avatare, die dann, sag mal, aus den Kontakten kommen, oder da werden eben so Buchstaben-Avatare generiert. Und dann mussten wir dann leider irgendwann feststellen, dass bei Adressbüchern, wo ein paar tausend Leute drin sind, dass die Performance dann nicht mehr ganz so prickelnd war. Und da mussten wir also relativ schnell auch Mechanismen entwickeln, um das Ganze im Client, also bei euch auf dem Rechner, im Webbrowser zu cachen oder besser zu cachen, damit die Performance da auch wieder steht, gerade auch beim Ordnerwechsel im Mail-Modul zum Beispiel. Das war dann in dem Moment nicht mehr ganz so glücklich, aber das haben wir dann auch schnell behoben. Ja. Und ich sag mal, da waren ein paar wenige Anwender, die dann mal schnell 10.000 Kontakte in irgendeinem Adressbuch haben, da war das dann unschön. Wir haben es gefixt, die haben den Fix bei sich eingespielt. Man muss also auch nicht 4 Wochen bis zum Update warten. Man kann zwischendurch die Fixes immer selektiv einspielen und dann war das auch schnell erledigt. Aber wir machen da halt auch so unsere Erfahrungen. Ja. Wir programmieren was, finden das ganz toll, dann rollen wir das aus und dann sagt dann einer, bei mir ist das aber ein Problem. Ja. Wir fixen sowas aber dann auch ganz fix. Gleiche Beispiel ist, wir haben unsere 3-Spalten-Ansicht, die haben wir länger, also im Mail. In der 3-Spalten-Ansicht haben wir dann eine Version gebaut, die in den Betreff, in den Kopfzeilenspalte nur noch rudimentäre Daten da drin hat, also Absender, Betreff, Datum und ob ein Anhang dran ist. Das, was heute man eigentlich so bei den meisten Mailern so vorfindet in der Kopfzeilenspalte. Ja, da war das Geschrei aber sofort groß, weil die Leute wollten wieder alles da drin stehen haben, aber bitte auch in der 3-Spalten-Ansicht. Dann haben wir ganz fix die Möglichkeit eingebaut, dass auch in der 3-Spalten-Ansicht wieder alle Spalten einblendbar sind, wenn man will. Man kann das sich ja konfigurieren. Ja? Da haben wir dann auch nicht unbedingt mit gerechnet. Ja? Die meisten Systeme haben wenig Informationen, aber die Leute, die vorher viel Informationen hatten, fanden das dann nicht so toll, dass plötzlich nur noch wenig Informationen da sind. Mussten wir auch schnell wieder nachschieben. Wie gesagt, wir sind im Rolling-Release-Modus, ja? Da schiebt man was raus und da muss man Sachen auch mal schnell wieder korrigieren. Dann gibt es so eine Sache, wir haben irgendwann auch bei Mail angefangen, wenn ich ein Mail-Verfassen-Fenster aufhabe, ich will da adressieren, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwo auf eine Mail-Adresse zu klicken oder im Adressbuch Adressen zu markieren und sagen, da willst du jetzt eine Mail hinschreiben, dann sammelt der in dem Mail-Verfassen-Fenster diese Adressen. Und das hat er für das erste Mail-Verfassen-Fenster nicht gemacht. Das heißt, man hat aus Versehen unter Umständen mal eine Adresse hinzugefügt, weil man irgendwo auf eine Mail-Adresse geklickt hat, hat die Mail dann rausgeschickt, aber an jemand, wo man das gar nicht wollte. Da musste man auch ganz fix diesen Dialog umbauen. Und somit, jedes Mal, wenn man eine Mailadresse hinzufügt, wird man gefragt, willst du das auch wirklich tun? Wir sammeln also in einem Mail-Verfassen-Fenster sowohl Adressen zum Adressieren, aber zum Beispiel auch Dateien aus dem Dateimanager. Da kann ich den und den markieren und sagen, tu mir das an die E-Mail dran. Und so kann ich die Sachen an einem Mail-Verfassen-Fenster sammeln. Und dann haben wir angefangen, wir wollten schon lange natürlich weitere Schnittstellen bauen. In der Vergangenheit war das so, dass wir hauptsächlich so CSV, iCal und so weiter gemacht haben. CSV-Dateien automatisiert, Export, Import und so weiter. Das funktioniert und ist auch problemlos in vielen Umgebungen möglich. Ich betreue selber eine Instanz, wo wir aus dem ERP-System einmal in einer Stunde 3 Dateien kriegen mit Kontaktdaten. Das ist Vertrieb, Einkauf und Qualität und die werden dann automatisiert in eGroupware importiert und dann nur lesend bereitgestellt. Das tut's über eine CSV-Datei, aber heutzutage muss es natürlich ein bisschen mehr sein. Wir haben angefangen, REST-API zu integrieren. Wir haben, der Ursprung war eigentlich eine Anforderung von einer Anwenderfirma. Die haben ein ERP-System, ein browserbasiertes ERP-System, durch eine Firma für sich machen lassen, weil es keine Branchenlösung gibt. Das war was ziemlich Spezielles und die mochten doch in eine Groupware-Lösung auch einige Sachen reinschieben. Und so fing das Ganze dann an.
Die klicken heute, wenn sie ein Angebot machen, auf einen Button drauf, dann geht ein Mail-Verfassen-Fenster in eGroupware auf mit den entsprechenden Textbausteinen, die da übergeben werden, mit der Adressierung und dem Dateianhang. Die generieren dort also ein PDF und hängen das PDF an die Mail, an das Verfassen-Fenster mit dran. Das ist schon außergewöhnlich, das gibt es nämlich woanders nicht. Dann ging es weiter, die wollten dann aber, wenn die Mail verschickt ist, einen Kalendereintrag, damit irgendjemand nachhakt. Also haben wir die REST-API auf den Kalender erweitert, sodass man über die REST-API Kalendereinträge erstellen, ändern, lesen kann, löschen kann, was auch immer. Das zieht sich gleich noch ein bisschen durch. Die REST-API, die haben wir nach und nach ausgebaut und ich sag mal, das ist mittlerweile so generisch, wenn weitere Anforderungen da sind, haben wir die auch schnell eingebaut. Ja? Und so haben wir doch einige Instanzen, einige Kunden auch, die über die REST-API doch richtig, richtig schicke Sachen hin und her machen. Dann so Kleinigkeiten wie, wir haben ja ein Ticketsystem integriert, dass ich zum Beispiel, wenn ich die Mails, wir überwachen ja Postfächer mit dem Ticketsystem zum Beispiel, dass ich das Startdatum mir aus der Mail raushole und als Startdatum dann selektiere. Auch solche Sachen erweitern wir zwischendurch, solche kleinen Funktionen. Das gleiche beim Fälligkeitsdatum, da können wir jetzt in der Konfiguration einer bestimmten Queue das Fälligkeitsdatum dann sofort irgendwie zum Beispiel 5 Tage plus oder sonst was einstellen. Also auch unser Ticketsystem, was ja kein Spezialist ist, aber ich sag mal eigentlich fast immer die Anforderungen abdeckt, die man so hat, auch da erweitern wir auf Kundenanforderungen oder Anforderungen, Ideen aus der Community nach wie vor immer wieder. Ja. Da bleiben wir auch nicht stehen. Immer wieder gefordert von Anwendern, ich habe eine Mail, ich möchte eine neue Mail verfassen, möchte jetzt aber Dateianhänge von der einen Mail an die andere hängen. Das ist meistens bei Desktop-Clients weniger ein Problem, da kann ich oft per Drag-and-Drop zum Beispiel auch Anhänge von einer Mail in die andere schieben. Das ist bei den Web-Anwendungen bisher nicht so verbreitet. Wir haben jetzt eine neue Funktion hier drin. Ich kann eine Mail nehmen, kann sagen, den Dateianhang, den hängst du mir jetzt an eine andere Mail dran, damit ich die verschicken kann. Ja, eine REST-API für Abwesenheitsnotiz. Wir haben ja einen IMAP-Mail-Client drin, der natürlich auch Sieve bedient, so mit Abwesenheitsnotizen, Filter und so weiter, verwaltet. Und ja, jetzt kam die Firma da an und sagt, hör mal, wir haben hier eine Zeitwirtschaft, da tragen die Leute ihren Urlaub ein. Sollte doch automatisch laufen. Was macht die Zeitwirtschaft heute? Per REST-API steuert die in eGroupware die Abwesenheitsnotiz, die eGroupware dann auf den Mail-Server durchreicht. Das machen wir jetzt auch von extern. AD LDAP Import, ich habe es ja gerade schon erwähnt, dann stellte sich so langsam raus, dass einmal die Stunde doch ein bisschen zu wenig ist. Ja? Also mittlerweile können wir runter bis auf 5 Minuten einen Import machen, was dann aber, wir haben Installationen mit so 10.000, 15.000 Leuten in der AD, Unis. Ich sag mal, der Import, da sollte man vielleicht nicht unbedingt 5 Minuten wählen, aber wir können jetzt deutlich schneller werden auf jeden Fall. Gerade wenn ich als Admin die AD verwalte und eGroupware verwalte, möchte ich ja in der AD einen Benutzer anlegen und dann sollte der möglichst schnell in der eGroupware auftauchen, dass ich da weitermachen kann. Haben wir dafür gesorgt, dass wir deutlich kleinere Zeiträume wählen können. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir können Termine anlegen, ändern, löschen und so weiter. Wir können jetzt aber über die REST-API noch zusätzlich Teilnehmer zu den Terminen hinzufügen. Natürlich auch nachträglich. Ja. Dann haben wir angefangen uns überlegt, weil auch wie einige Anwender immer größere Datenbestände haben und wir ja mit diesem Video-Learning-Tool auch, ich sag mal, eine Anwendung hat, die logischerweise durch Videos auch sehr, sehr große Datenmengen gerne im Backend hält. Das ist jetzt eine Funktionalität, die haben wir in unserer Business-Version integriert. Und zwar können wir jetzt S3-Speicher ansprechen. Und wir haben das so eingerichtet, dass wir 3 Speicherorte konfigurieren können. Die haben unterschiedliche Funktionen. Und somit kann ich zum Beispiel eine On-Premises-Installation bei mir zu Hause in der Firma in meinem eigenen Rechenzentrum haben. Und ich kann eben die Daten zum Beispiel aus dem File-Manager und auch die Backups irgendwo auf einem S3 speichern.
weil es eben viele Daten sind oder weil ich, ich sag mal, sowieso sehr schlank sein möchte. Interessant ist das dann auch bei Migrationen und Updates. Da kann ich durchaus zwischen einer Maschine und einer anderen Maschine sehr, sehr schnell migrieren. Da bin ich also in 5 Minuten fertig damit, wenn ich die Daten zum Beispiel in einem S3 habe. Und wenn ich da, ich kann drei S3-Buckets konfigurieren, sodass ich auch welche in unterschiedlichen Regionen halten kann. Das heißt also in einem Rechenzentrum in Frankfurt, in Berlin oder sonst was. Und ich sag mal, S3-Speicher zum Beispiel bei Firmen wie IONOS oder so, das ist eben billig. Das ist richtig kleines Geld. Wenn ich in der Firma zum Beispiel Festplattenplatz in größerem Maß bereitstellen will, das auch noch mit RAID redundant in 2 Brandabschnitten auf verschiedenen Servern noch repliziert, das geht richtig ins Geld und den Backup-Platz muss ich ja auch noch leisten. Da ist S3 durchaus mal eine interessante Sache, gerade auch wegen den Kosten. Ein kleiner Screenshot, ich hoffe, das kann man erkennen. Ich kann hier 3 Storages angeben. Der erste würde nur für Backups dann sein. Wenn ich den zweiten hinzunehme, speichert er das ganze Filesystem dorthin. Allerdings, wenn ich eine Datei öffne, holt er die nicht erst vom S3-Speicher normalerweise. Die haben wir normalerweise auch lokal nochmal gecached. Das heißt also, ich arbeite auf den lokalen Daten, wenn ich will. Und der dritte Storage, der ist eigentlich nochmal von dem zweiten Storage eine Kopie. Das heißt also, ich kann es nochmal in einem anderen Rechenzentrum zusätzlich hinterlegen. Ich sage mal, gerade auch bei Unis, die auch eigene S3-Storages zum Beispiel verwenden, ist diese Anwendung dann durchaus sehr beliebt. Ja. Da hatte ich nochmal kurz erklärt, wofür diese Storages sind. Okay. Kann ich jetzt übergehen. Wir haben eine eigene Umgebung oder eine eigene Methodik, um die Masken in eGroupware zu gestalten. Das nennt sich eTemplate. Ich bin also auch in der Lage, ich sag mal, eigene Anwendungen in und auf Basis von eGroupware zu entwickeln. Und das machen auch einige Anwenderfirmen, die machen richtig schicke Sachen und integrieren das dann hier in eGroupware. Da haben wir jetzt angefangen, für das Frontend, ich sag mal, umzustellen auf Webkomponenten-Bibliotheken, und zwar Shoelace. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es jemand. Sodass auch das Frontend jetzt mit der Zeit immer anders aussah, mit jedem Update im Prinzip. Und das machen wir jetzt so seit einem Jahr mit jedem Update, schieben wir da neue Komponenten raus. Weil wir sind ja auch nur ein kleines Unternehmen und ich sag mal, das komplette Frontend von einer kompletten Groupware mit allem Zip und Zap so in einem Rutsch komplett auf eine neue Basis zu stellen, das ist uns halt auch nicht möglich. Da müssten wir mal noch einige Entwickler mehr haben. Also machen wir das so nach und nach. Hier haben wir damit angefangen. Auch nochmal hier der Hinweis, es sind eben Leute, die eigene Anwendungen eben auch entwickelt haben auf Basis von eGroupware. Die müssen dann nach und nach auch mitgehen. Das ist aber auch kein Riesenproblem. Aber auch wenn wir hier Shoelace updaten, müssen die mal gucken, läuft es bei denen noch. Aber die nehmen wir immer mit. Nachfrage war da. eGroupware selber authentifiziert ja gegen alle möglichen IDPs, also bisher auf der eigenen SQL-Datenbank, LDAP hatten wir, Active Directory habe ich erwähnt, Sammel, manche authentifizieren gegen einen Mail-Server, das höre ich immer wieder, und Univention, da nutzen wir die Univention-eigene Schnittstelle für. Aber die Nachfrage war eben auch da, eGroupware selber gegen OpenID zu authentifizieren. Das haben wir hiermit eingeführt. OpenID selber haben wir schon länger bei uns eingebaut, um andere Anwendungen gegen eGroupware zu authentifizieren. Also wir haben RocketChat integriert, Guacamole, die authentifizieren gegen die eGroupware eigenen OpenID Connect IDP, sodass wir da ein Single Sign-On bieten können. Oder jede beliebige andere Anwendung, die man da integrieren will. Also Fakt ist, OpenID können wir jetzt auch uns gegen OpenID authentifizieren. Ich habe es erwähnt, wir haben ein Tool, ein Programm für videobasiertes Lernen, Lehren.
Das haben wir umbenannt. Das nannte sich vorher Smallpart, das nennt sich jetzt VideoTeach. Das ist in dem Zuge passiert, dass wir da auch eine Live-Feedback-Funktion integriert haben. Das war ein etwas größeres Unterfangen. Fakt ist auf jeden Fall, in der Vorlesung kann diese Software mitlaufen, eine Vorlesung praktisch remote geschaut werden. Und dann kann ich hier als Zuschauer, wenn ich zu Hause bin, als Student, auch Feedback geben dem Lehrenden, der da in dem Uni-Hörsaal zum Beispiel steht. So Kleinigkeiten, die einem immer wieder auf die Füße fallen, sind so Sachen wie Exchange-Login-Typ, Domäne, Benutzername, haben wir dann ermöglicht. Viel früher natürlich schon auch kann unser Mail-Client OAuth-Authentifizierung notwendig für MS- und Google-Accounts. Da ist noch die Zusatzfunktion eben, dass wir Domäne und Benutzername authentifizieren können. Wir haben das Widget, wo man die Adressen eingibt beim Adressieren einer E-Mail. Das haben wir neu gemacht. Und da waren wir etwas überrascht. Da vermissten Leute eine Funktion. Die wollten tatsächlich beim E-Mail verfassen, die Adressen, die sie da so reinpacken, die Reihenfolge sortieren. Anscheinend gibt es da Unternehmen, die interpretieren irgendwie die Reihenfolge in dem Anfeld und weiß ich nicht, ob der Erste dann vielleicht der Wichtigste ist oder der Erste der Chef sein muss oder der Erste vielleicht die Aufgabe kriegt und die anderen gucken nur zu. Ich meine, dafür gibt es einen CC, aber wir waren etwas überrascht, also haben wir es wieder eingebaut. Man kann die Adressen wieder per Drag and Drop sortieren, ja. Wieder so eine Erfahrung, die wir machen mussten. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Naja, und ich sag mal, wenn man so ein Widget dann einführt, da musste man dann feststellen, dass mit einer älteren iOS 17.1 Version zum Beispiel überhaupt keine Adressen mehr eingegeben werden konnten, musste man dann auch fixen. Also wenn wir solche Widgets einbauen, da können wir noch so testen. Im Feld kommen da immer wieder Sachen hoch. Aber wie gesagt, wir sind recht schnell, was solche Sachen angeht. Vielleicht an der Stelle ganz kurz, die On-Premises-Installationen sind im Regelfall Docker-basiert. Und wenn da morgens einer merkt, nachts ist ein Update eingespielt worden, was wir standardmäßig automatisch machen, und ich sag mal, morgens fällt einem das auf die Füße, dann trägt er das Image von gestern ein, zieht das hoch mit Docker Compose und dann läuft das wieder. Also deswegen ist das auch kein Problem, wenn wir mit einem Rolling Release auch mal Sachen rausschieben, die nicht ganz perfekt sind. Ja. Sonst müssten wir eine Testabteilung mit 20 Leuten haben und die an alles denkt. Ihr wisst selber, das ist nicht ganz einfach. Ja, Übersetzungen. Ich habe mich vor einiger Zeit den Übersetzungen angenommen. Ich bin auch, ich sag mal, Kontaktperson für die Community-Übersetzer weltweit. Mittlerweile mache ich allerdings auch sehr viel selber. Wir haben einige Sprachen hinzugefügt, deswegen, falls hier irgendjemand rumsitzt und, ich sag mal, mehrsprachig ist und Interesse am Übersetzen hat, oder kann er mich gerne ansprechen, ich bin da immer offen. Im Kalender haben wir importieren Feiertagskalender. Die kann man anzeigen oder man lässt es. Das kann sich jeder Benutzer so einstellen, wie er will. Wir haben dann irgendwann wir haben lange von Thunderbird Kalender importiert und irgendwann haben wir festgestellt, da wo wir die herkriegen, die werden ja gar nicht mehr gepflegt. Da haben wir festgestellt, das ist eine andere Adresse mittlerweile. Also haben wir auf die andere Adresse umgestellt. Ja, leider muss man dann feststellen, in dem deutschen Feiertagskalender, ich hätte vielleicht mal ein Beispiel zeigen müssen, da steht alles Mögliche drin. Ganz viel, was kein Schwein interessiert. Deswegen auch meine Frage, wenn jemand hier einen guten Feiertagskalender als ICS kennt, ja, Quellen hat, mich gerne danach mal ansprechen. Da hätte ich sehr großes Interesse daran. Grundsätzlich kann ich als Admin die URL einstellen, wo die Feiertagskalender herbekommt. Und einige Anwender sind auch hingegangen und haben sich den Feiertagskalender genommen, im Editor alles rausgeschmissen, was sie nicht brauchen, und haben den dann selber bereitgestellt. Natürlich geht auch das, ja. Aber ich hätte schon ein großes Interesse daran, Feiertagskalender für Deutschland zu haben, wo zwar dann für alle Bundesländer die Feiertage drin sind, wenn die gekennzeichnet sind, so wie das früher auch im TB war. Ich finde da leider im Moment nichts. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Machen wir hinterher.
Bitte. Ja, hinterher halt auch okay. Im Feiertagskalender, das interessiert mich nämlich auch. Okay, sprech mich mal nachher an. Dann haben wir so Sachen eingebaut. Der Benutzer kann sich das jetzt einstellen, dass der zum Beispiel die Adressen im Mailer sich so anzeigen lassen kann, dass er da zum Beispiel den Namen und die Domäne hat. Das heißt also, in diesen reduzierten Oberflächen, wo man nicht mehr die vollen Adressen und so weiter anzeigt, sehe ich hier direkt die Domäne, um dann eben auch Mails erkennen zu können, die von irgendwelchen Blödsinn-Adressen kommen, Spam, bösartige Mails und so weiter. Wir haben halt vorher immer versucht, alles zu reduzieren, ja, damit nicht so viel da ist. Ja, aber manche Sachen müssen wir dann wieder reinnehmen. Also das ist letztendlich eine Unterstützung für die Benutzer, um schadhafte Mails zu erkennen. Ein Anwender aus Griechenland, der für sich und sein Unternehmen ganz, ganz viel Software auf Basis von eGroupware selber entwickelt, meinte dann, es wäre ganz hilfreich, wenn hier im Benutzermenü, ich sag mal, der Benutzer auch seinen Adressbucheintrag direkt erreichen kann, damit er den ändern kann. Es ist schon immer so, dass ein Admin hier in dem System einstellt und deklariert, welche Felder ein Benutzer selber einstellen kann. Weil der Admin, der pflegt ja normalerweise die Benutzer und einige Daten, aber ich kann ja dem Benutzer durchaus freistellen, dass er sein Foto zum Beispiel ändert oder hochlädt oder zum Beispiel seine Abteilung oder sonst was einträgt. Und hier kann ich jetzt auch direkt aus dem Menü genau da dran. Und auch dieser Menüpunkt, der erscheint nur, wenn der Benutzer wirklich Rechte hat, etwas zu ändern. Das zieht sich durchs komplette System. Die ganzen Menüs, wo jemand keine Rechte dran hat, das sieht man eben auch nicht. Das sind Menüs, Einstellungen überall. Man reduziert also normalerweise auch eGroupware so weit auf das, was der Benutzer wirklich braucht und haben soll. Deswegen alles, was ihr jetzt hier so seht und hört, das müsst ihr euren Anwendern überhaupt nicht antun, unbedingt. Ja. Da ist weniger meistens mehr. Ja, dann haben wir unser Stundenzettelmodul. Es ist also jetzt möglich, über REST-API Stundenzettel abzufragen, aktualisieren und so weiter. Ich sag mal, wir haben Anwender, die haben so Abrechnungsgeschichten. Also die Entwickler, die Vertriebler oder wer auch immer, die legen Stundenzettel an und die werden ausgelesen von einer externen Software, um da irgendwelche Abrechnungen drauf zu machen, Lohnscheine oder sonst irgendwas. eGroupware kennt schon immer eine Registrierung. Ich kann eine eGroupware da hinstellen und dann können sich zum Beispiel alle Mitglieder des Karnickelzüchtervereins selber hier registrieren. Ja, die tragen sich da ein, bekommen eine Willkommensmail. Hier hast du dein temporäres Passwort, änder dein Passwort jetzt und so weiter, wie ihr das von vielen anderen Systemen auch kennt. So, und da haben wir das jetzt ein bisschen erweitert, um, ich sag mal, die Einladungsmail mit dem Betreff und so weiter besser gestalten zu können. Das war vorher ein bisschen dünn, das haben wir ausgeweitet. Das kommt alles aus einem Projekt für eine Stiftung, da kann ich gleich vielleicht mal noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Das sind also alles Anregungen von Anwendern. Ja. Ja, konfigurierbares Limit zum Ausschluss von Anhängen, automatisches Speichern. Wir haben einen webbrowserbasierten Mail-Client. Ich schreibe eine Mail und hänge da Dateien dran. Drei Dateien, 20 MB, 60 MB oder sonst was. So, wir haben das natürlich so eingerichtet, dass alle paar Minuten das als Entwurf gespeichert wird. Wenn ich da jetzt aber 60 MB dranhänge auf meinem PC und der alle 3 Minuten 60 MB speichern will auf dem Server, das hatten wir bisher eigentlich unterbunden, weil das auf Dauer eben auch nicht gut geht. Wenn das viele Leute machen oder wenn die Mails zu groß sind, wird das in den Timeout reinlaufen und so weiter. Wir haben jetzt eine Funktion oder eine Konfiguration integriert, dass der Administrator hier sagen kann, bis zum Beispiel 10 MB speicherst du das alles, was darüber ist, nicht, um den Mail-Server nicht zu quälen, um die Leitung nicht zu quälen und so weiter. Das Problem betrifft eigentlich alle Mail-Clients, die im Webbrowser laufen, bei großen Mail-Anhängen. Das schaffst du einfach nicht, das oft zu speichern. Wir können es jetzt konfigurieren. Dann gibt es in eGroupware ein Benachrichtigungssystem. Also ich sehe dort, da kommen dann Benachrichtigungen rein über Termine, über neue Mails oder was auch immer.
Ja, ich sag mal, so mit der Zeit liefen dann bei den Leuten dann schon mal 1000, 5000, 10.000 Benachrichtigungen auf. Mittlerweile haben wir, ich sag mal, Funktionalität eingebaut, dass die automatisch nach einer eingestellten Zeit, die der Admin einstellt, gelöscht werden. Weil wir hatten da teilweise Instanzen mit Datenbanken mit Hunderttausenden Einträgen, teilweise in die Millionen an Benachrichtigungen, ja, weil die ja sonst freiwillig keiner löscht. Infolog, das ist dieses Modul für Aufgabenverwaltung, für Datensammlung, Datenverarbeitung und so weiter. Da sind wir eigentlich auch durch mit der REST-API. Das heißt also, ich habe da ein Schweizer Messer an der Datenhaltung, was ich von extern per REST-API eben auch bedienen und auslesen kann. Das war so ein kurzer Abriss, was wir so in den Monaten gemacht haben. Ich hatte da ursprünglich noch 20, 30 Folien mehr. Ich habe einiges rausgeschmissen und das war ja auch nur die Essenz. Und dazu kommen dann die ganzen Fixes. Also ihr seht, wir sind da sehr, sehr produktiv und eben auch zwischen den Major Releases normalerweise. Das letzte Maintenance Release, was wir vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, das hat es dann auch ziemlich in sich. Also ich würde sagen, so manche andere Softwarehersteller, die machen da zwei Major Releases draus. Will ich ganz kurz durchgehen. Erstmal haben wir ein Rebase gemacht. Das heißt also, unheimlich viel Code wurde aktualisiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich war gespannt. Nachts haben wir das rausgeschoben und am nächsten Morgen saß ich dann am Rechner und war am Überlegen, und was passiert jetzt? Es ist ruhig geblieben, Gott sei Dank. Es sind ein paar, zwei, drei Kunden hatten hier und da ein kleines Problemchen. Im Community-Forum ist es ziemlich ruhig geblieben. Also trotz des, was wir da getrieben haben, ist es recht ruhig geblieben. Einen neuen Tree haben wir eingeführt, ein neues Widget, zeige ich gleich. Customizing. Ich kann eine eigene Schriftart mittlerweile einbauen für mein Frontend. Bei den benutzerdefinierten Feldern haben wir was gemacht. Wir haben eine neue PHP-Version rausgeschoben, einen neuen Merge-Print-Dialog gemacht. Im Kalender bei den Wiederholungen noch einen neuen Typ hinzugefügt. Ich kann jetzt explizite Wiederholungen. Ich kann also nicht sagen, wöchentlich an dem Tag jede Woche sowieso, aber ich kann sagen, nächste Woche am Dienstag, übernächste Woche am Mittwoch, übernächste Woche am Samstag oder sonst was. Und vieles halt auch unter der Haube passiert. Ausführliche Release Notes wieder im Forum. Da kann man noch ein bisschen mehr nachlesen. Also wie gesagt, wir haben ein Rebase gemacht, wir haben im Prinzip die Masterentwicklung einmal komplett übernommen. Wir haben ganz viel an den Shoelace Web Components gemacht, wir sind also auch bald durch damit. Eigentlich wollen wir dieses Jahr fast komplett durch sein. Dann haben wir auch, ich sag mal, viele alte JavaScript-Libraries, die wir teilweise schon 20 Jahre verwenden, endlich mal rausgeschmissen. Ja. Weil eGroupware selber gibt es unter dem Namen seit 2001 und wir haben natürlich heute immer noch Code seitdem drin. Aber wir sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, wirklich die ganzen alten Sachen rauszuschmeißen. Und das alles sozusagen im laufenden Betrieb. Und wir schaffen das auch. Manche andere Projekte schaffen es leider nicht, weil die Ressourcen einfach fehlen. Dieser neue Tree, das ist das, was man zum Beispiel rechts sieht im Mailer, wo die Ordner dargestellt werden. Also das Widget, die Technik dahinter, das haben wir komplett ausgetauscht. Und auch da haben wir wieder kleinere Überraschungen gehabt. Ein paar Sachen mussten wir wieder hinterher schieben. Und dieser Tree findet halt an vielen, vielen Stellen Verwendung. Im Projektmanager oder im Admin-Bereich ist jetzt der neue Tree genauso. Auch bei diesen Suchfeldern, wo man etwas eintippt und hier irgendwelche Sachen sucht, steckt auch der neue Tree dahinter. Das sieht man an diesen neueren Symbolen hier. Also das hat uns auch einige Mühe auch gekostet. Das sieht jetzt so nach wenig aus, aber das muss wir müssen diesen Tree halt an vielen verschiedenen Stellen mit vielen Eigenschaften und, nutzen, wollen aber immer die gleiche Basis haben. Und ich sag mal, da macht man schon mal einen Spagat. Ja, so im Bereich Customizing, also diese ganze Anwendung auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, da sind, ich sag mal, zwei Highlights reingekommen. Das ist die eigene Schriftart und eben bei den benutzerdefinierten Feldern kann ich jetzt eigene Tabs besser benennen und generieren.
Eigene Schriftart. Wir haben im Admin-Bereich zwei Felder. Da kann ich eine Schriftart, einmal eine Standardschriftart als auch eine Fettschriftart, also eine Bold-Schriftart hinterlegen. Zwei Einträge dafür. Und somit kann ich dann zum Beispiel im Web-Frontend, sehe ich hier, das habe ich mal spaßeshalber mit so einer Schriftart gemacht, kann ich eine andere Schrift eintragen. Das wird nicht mit jeder Schriftart gehen und WoW-Schriftarten muss man auch erstmal organisieren. Aber wir haben das zum Beispiel für eine Stiftung gemacht, die für ein Projekt, wo die, so ein Unterprojekt, die haben eine eigene CI gehabt, Corporate Identity, eine eigene Schriftart, auch vom Logo her und alles. Die haben gesagt, pass auf, wir wollen praktisch das genau in der Schriftart auch haben, wie unser Logo die Schriftart ist. Also haben wir das eingebaut für die. Und ich finde das eine ziemlich coole Sache. Der Standard ist immer recht universell. Aber ich sag mal, der eine oder andere hat vielleicht eine andere Standardschrift und die kann man jetzt verwenden. Benutzerdefinierte Felder im kompletten System konnte ich schon immer anlegen. Wenn ich ein benutzerdefiniertes Feld zum Beispiel im Adressbuch angelegt habe, dann erschien das dann immer in einem weiteren Kartenreiter, in einem Tab unter Custom Fields. Das haben wir jetzt. Und ich sage mal, man kann flexibel alles machen unter der Haube mit XML-Dateien. Aber wir haben es jetzt ein bisschen einfacher gemacht. Zu einem benutzerdefinierten Feld, was ich hier anlege, gibt es jetzt hier unten ein neues Feld. Da kann ich einen Tab-Namen hinterlegen. Ich habe jetzt hier einfach mal Spezialtab genommen. Speichere ich dieses Feld, erscheint zum Beispiel im Adressbuch hier ein Tab, Special Tab, und da sind dann diese Dinger drunter. Ich habe die Tage noch sowas gemacht für ein TISAX-Projekt, für ein TISAX-Audit. Da gibt es jetzt zwei neue Tabs. Das ist einmal, heißt ein Tab TISAX und ein zweiter Tab heißt Nachweise. Ja, sieht richtig schick aus. Neue Feldtypen. Wir können ja an benutzerdefinierten Feldern ziemlich viel verschiedene Felder einbauen. Feldtypen. Da sind jetzt noch welche dazugekommen. Ich kann erstmal so Überschriften bilden, ja. Ich kann da auch Striche dann hinmachen, um bestimmte Bereiche hier in den Masken zu trennen. Und ich kann eben auch Textfelder machen, um zum Beispiel hier eine Überschrift zu haben, hier eine kurze Erklärung zu schreiben und dann hier Felder drunter zu packen, die jemand auszufüllen hat. Das ist eine sehr große Spielwiese. Ich habe zwei Beispiele, die könnt ihr vielleicht nicht ganz so gut erkennen, weil das so ein Grau ist. Das sind zwei Masken für dieses Projekt, für diese Stiftung, weil da gehen Leute hin und melden sich dort an und reichen einen Wettbewerbsbeitrag ein. So möchte ich es mal sagen. Also erst eine Registrierung, eine Anmeldung und später den eigenen Beitrag mit Informationen hinterlegen dort. Das ist jetzt im Prinzip der erstere Teil, dass ich mich als Teilnehmer dort anmelde. Das ist jetzt das Adressbuch, nur vollkommen umgebaut mit anderen Feldern. Und ich habe hier zum Beispiel Kartenreiter drin, Unternehmen, Firma, Hochschule, Forschungseinrichtungen oder Privatpersonen, je nachdem, was das für ein Typ ist, müssen die dann hier diese Sachen eintragen. Gibt es natürlich auch Pflichtfelder und so weiter. Also die Masken können wir ganz locker so umbauen, wie der Kunde das haben will und im weiten Bereich auch jeder eben selber machen. Wir wir bieten solche Sachen als Dienstleistung an, nehmen die dann auch gerne, weil wir können es einfach schneller. Dann im Prinzip so der zweite Schritt ist, einen Wettbewerbsbeitrag einzureichen. Das sieht dann so aus, das gestalten wir dann im Infolog in diesem besagten Tool, wo man so Aufgaben und Daten sammeln kann und so weiter. Da sieht man, das sind schon wieder einige Kartenreiter mehr, weil die Leute, die da einen Wettbewerbsbeitrag einreichen, die haben da etwas auszufüllen. Vielleicht kennt es der eine oder andere, sonst sind es halt 10 Seiten Papier. Hier wird es so gemacht und dann kann ich zum Schluss auch sagen, hier Bewerbung einreichen, dann passiert im System was. Ich kann auch irgendwann wieder da reingehen und meine Bewerbung zurückziehen, dafür haben wir hier auch einen Button. Das heißt, wir bauen hier auch Button ein, wo Funktionalität dahinter ist. Das ist eine ziemlich coole Sache geworden und das war eben auch zum Beispiel das Thema, die wollten halt eine bestimmte Schriftart haben. Ja. Das heißt, wir haben eine E-Gruppe aufgesetzt. Nur für diesen Fall, dass die da so einen Wettbewerb veranstalten können. Auch sowas kann man damit wunderbar machen. Wir haben im Hintergrund noch ein Tool entwickelt für die Jury. Die Jury sichtet ja die Beiträge, bewertet die Beiträge, stimmt hinterher ab. Da haben wir für die noch ein Tool gebaut,
war dann auch nicht so viel Aufwand. Hat unser Entwickler ein paar Tage dran gesessen, aber ja, das ist eine Groupware-Lösung. Aber wir können auch eben sowas machen. Ja? Könnt ihr auch, kann jeder im Prinzip. PHP, ich sage das immer wieder, wir liefern PHP im Docker-Container aus. Also wir haben einen Container mit den eGroupware-Sourcen, also mit dem Programmcode. Und in dem Container ist auch das passende PHP drin. Weil früher war das so, da hat jeder so sein eigenes PHP gehabt, egal wie alt, egal wie buggy, egal wie Security problematisch. Wir haben irgendwann auf Docker umgestellt und liefern heute eben PHP mit aus. Ja? Und wir haben unser eigenes PHP, bringen wir mit. Wir kommen also nicht mehr in Konflikte. Da schlagen sich andere Produkte noch ein bisschen mit rum. Wir liefern das mit aus. eGroupware kann seine ganzen Daten, die da drin sind, per Feldvariablen in E-Mails reinschieben oder in Dokumente. Auch Tabelle, Präsentationen oder sonst was. Und dieser Merge-Print-Dialog, also da, wo ich sage, okay, die Daten nimmst du mir jetzt und schiebst das in das Dokument ein, den haben wir komplett neu gemacht. Das war früher so ein Gefummel im Kontextmenü, hier ein Häkchen, da ein Häkchen und da auswählen. Da haben wir jetzt einen ordentlichen Dialog draus gemacht. Man sieht da unten, man kann auch direkt anhaken, Save as PDF und so weiter. Explizite Wiederholungen habe ich ganz fix vorhin schon erzählt. Ich kann also kreuz und quer Wiederholungstage und Zeiten anlegen. Zeiten ist gut, ich muss ein bisschen Gas geben. Dann vieles unter der Haube. Und wir reden jetzt immer noch von einem Maintenance-Release. Ja? Wir haben diverse Fixes drin, Video-Teach ist einiges passiert, im Kanban-Board neue Automatismen und Funktionen. LDAP-AD-Synchronisation haben wir wieder einige Sachen gemacht, unter anderem eben, dass wir User-IDs besser speichern und somit auch Umbenennungen, also sprich, irgendjemand heiratet, benennt sich um oder sonst irgendwas, können wir besser abdecken damit. Translation Tools. Wir haben eigene Translation Tools, die haben wir auf den aktuellen Stand gebracht. Wir haben ein Datenbanktool, um Datenbanken anzulegen für eigene Entwicklungen in eGroupware, haben wir auch aktualisiert. So, jetzt will ich nämlich noch fix mal darüber sprechen, was wir eigentlich so bis Ende des Jahres vorhaben. Ja, Ausblick auf Release 24.1. Wir haben gesehen, das war gerade die 23.1 plus Maintenance-Updates, die dann irgendwo immer ein Datum hinten dran kriegen. Wir werden das wahrscheinlich umstellen, also im Prinzip wie alle anderen auch machen. Also in Zukunft heißt eine Version nicht mehr 23.1 und dann 2024 09.05, wie das letzte Maintenance-Release. In Zukunft heißt es dann bei uns wohl auch 24.11, 24.12 und so weiter, sprich Jahr und Monat. Das werden wir umstellen, weil ganz ehrlich, ein Major-Release, im Grunde gab es noch nie bei uns ein richtiges Major-Release und wir lassen das auch. Zumal der Aufwand für ein Major-Release dann mit großem Medien-Tamtam und so weiter, das lohnt sich kaum mehr, weil die Medien selber kaum was über solche Sachen bringen, zumindest nicht über eine kleine Open-Source-Group mehr. Im Heise Verlag, da, wenn man nicht zahlt, kommt da nichts. Ne? Naja, Fakt ist auf jeden Fall, wir tun uns das nicht mehr an mit den Major Releases. In Zukunft gibt es halt Rolling Release, ganz offiziell. Praktisch war es das ja schon immer. So, deswegen steht da oben jetzt auch 24.xx. Schauen wir mal, wenn fertig, dann kommt. Wir haben keinen festen Release-Plan. Wir haben jetzt in den Masten schon unheimlich viel gemacht. Jetzt wollen wir so ein bisschen das Ganze drumherum machen. Wir haben uns entschieden, tatsächlich unser eigenes Icon-Set zu ersetzen gegen Bootstrap-Icons. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen damit, aber ich sag mal, wir haben viel Arbeit reingesteckt in die eigenen Icons. Aber man kommt da einfach nicht mehr hinterher. Wir sind ja relativ Icon-lastig durch die ganze Funktionalität, Kontextmenüs und so weiter. Wir haben ja irre viel Icons drin. Wir schaffen es einfach nicht mehr. Wir werden sicherlich, wenn wir die Bootstrap-Icons nehmen, dann sieht die Anwendung ein Stück weit so aus wie viele andere auch, ja. Wir werden aber auch das ein oder andere Icon natürlich selber machen müssen, passend dazu. Da kommen wir nicht drum rum, weil viele Sachen finden wir da natürlich nicht drin. Die ganze Optik drumherum, da passiert einiges. Bedienung, also Zugänglichkeit, Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema für uns. Wie gesagt, seit einer Zeit intensivieren wir aber. Und
in Klammern Wissensdatenbank. Wir liefern im Standard keine Wissensdatenbank mehr aus. Das ist eine alte Anwendung, die kann man nachinstallieren. Ich fände es schön, wenn wir das bis Ende des Jahres schaffen, die auf den aktuellen Stand und in dem Standard-Lieferumfang wieder reinzunehmen. Das ist wirklich eine ganz nette Sache. Ich kann das auch gut mit dem Ticketsystem verbinden und so weiter. Ich hoffe, dass wir das wieder reinkriegen. Ja, das Icon-Set. Das hier sind eigene Icons von uns, Anwendungs-Icons. Da schauen wir mal, was wir mit denen machen. Aber diese hier oder hier die Ordner und so weiter, das sind jetzt alles die Bootstrap-Icons. Da hatten wir vorher eigenes. Ja, jetzt sieht es dann teilweise aus. Also es sind Icons, die man auch von anderen Anwendungen durchaus kennt. Wenn man so will, sind die auch ein klein wenig moderner, aber naja. E-Groupware sieht heute ungefähr so aus, so das Drumherum. Das wird mal ungefähr so aussehen, das ist aber noch frühes Stadium. Ja? Wir werden das ein bisschen verschlanken, weniger auf der Maske. Wird zwar wieder Leute geben, sagen, da fehlt mir dieses, da fehlt mir jenes. Da müssen wir irgendwie die Gratwanderung schaffen. Ja? Also dieses ganze Drumherum, also das Framework drumherum, machen wir komplett neu. Und das ist so unsere nächste große Aufgabe. Mit den Icons sind wir fast durch. Ich möchte auf jeden Fall euch eben darauf hinweisen, Bedienung, Zugänglichkeit, Barrierefreiheit. Ich finde, da müssen wir uns alle drum kümmern. Nicht nur die Anwendungsentwickler, sondern auch die Betreuer und jeder. Ich möchte euch empfehlen, von der Irmhild Rogalla, war gestern auch hier, ein Vortrag von der Frostcon. Schaut euch den bitte mal an. Das ist ein, ja, sagen wir mal so ein Meta-Vortrag, bietet einen guten Einstieg. Ich finde, wir müssen alle, die wir in der IT arbeiten und selbst wenn wir auch nur privat machen, oder vielleicht Leuten helfen, müssen wir da ein bisschen mehr bei schauen. Wissensdatenbank, nochmal ein kleiner Screenshot. Wer da mehr darüber wissen will, ich bin unten am Stand. Ich weiß nicht, haben wir noch ein paar Minuten für Fragen hier oben? Sonst vertagen wir das auch gerne nach unten. Ich bin ja unten vor Ort, wenn ihr irgendwelche Interessen habt. Oder haben wir was vor Ort jetzt direkt? Feiertagskalender ansprechen. Da ja. Bin ich auch auf der Suche. Ich habe auch noch nichts gefunden, aber ich würde die Funktion gerne auch in meine Wecker-App integrieren, also von Android. Also wie gesagt, die von Mozilla, Thunderbird, das ist halt eine Datenbank. Da hast du auf jeden Fall die Feiertagskalender von praktisch der ganzen Welt, von allen Ländern. Aber wie gesagt, wenn du da mal reinguckst, sind da viele Sachen drin. Ich weiß, ich hätte wirklich mal Beispiele bringen müssen. Die interessieren wirklich niemand. Da habe ich dann plötzlich ganz viele Feiertage oben drin, die einen nicht interessieren. Interessieren dich? Ja, man müsste das entsprechend dann irgendwie filtern und dann verteilen. Aber was mich jetzt... Brauchst du denn nur für Deutschland oder international? Erstmal nur für Deutschland. Dann kannst du die ja im Prinzip selber bereitstellen. Du editierst die entsprechend, stellst die auf irgendeinem Webdienst bereit und verlinkst die in deiner Anwendung. Dann zieht der die an und dann kannst du die auch jederzeit ändern. Nichts anderes würden wir ja hier auch machen. Jederzeit kannst du dir für E-Groupware eine selber bauen, kannst die hier einbinden und dann steht das den Anwendern zur Verfügung. Weil ich habe zum Beispiel momentan das Problem, dass ich habe eine Fritzbox und da ist ein Wecker drin und der klingelt dann auch am 3. Oktober, weil okay. Der keinen Feiertagskalender hat. Ja. Wenn das nicht auf Samstag oder Sonntag fällt, klingelt da mein Wecker. Aber ich glaube wirklich, da musst du dir wahrscheinlich selber... Du wirst doch nie einen finden, der genau zu deinen Anforderungen oder zu deinem Bundesland, wo du lebst, zum Beispiel passt. Du hast ja in verschiedenen Bundesländern in Deutschland unterschiedliche Feiertage, da geht das ja schon los, ne? Ja, das muss man auch... Stell mal vor, du sitzt in Nordrhein-Westfalen und morgens verpennst du, weil in Bayern Feiertag war. Nee, musst du wahrscheinlich selber machen. No? Und auch das Kleinprogramm eben, dass man dann auch auf das Kleinprogramm, dass dann eben das Decktelefon am Feiertag nicht klingelt, wenn da jetzt in Niedersachsen Feiertag ist. Naja, ich kenne das Problem, ich nutze mein Fritz-Telefon auch als Wecker. Naja. Nee, aber im Regelfall muss man das dann für sich selber machen. No? Ist so. Ja, wunderbar. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend.
Danke sehr. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu anstrengend. Aber wie gesagt, ich will euch vor allen Dingen so ein bisschen die Fantasie anregen, ja? Was man so machen kann. Vielleicht war das ein oder andere dabei. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere noch unten am Stand kommt, dass wir ein bisschen schnacken können. Und Mahlzeit, würde ich sagen. Ja.